Ja, es ist lange her, ein Opening auf meinen Kanal und heute was ganz Besonderes, denn Rising Rampage und hier gibt es eine neue Seltenheitsstufe drin. Also, man zieht sie nicht immer garantiert, aber für die Sicherheit habe ich hier eine schöne Schutzhülle drin, eine extra dicke. Und ja, hier ist halt eine neue Seltenheitsstufe drin, die ist sehr, sehr selten. Ich hoffe, wir ziehen sie einfach und allgemein hoffen wir natürlich, das Link 4 Monster zu ziehen. Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lang, fangen wir einfach an. Ja, wie ihr seht, habe ich auch hier allgemein neues Setup als solches. Wie ihr seht, haben wir hier ja, Cam mit Greenscreen und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Und dann machen wir einfach mal auf. Oh, frische Booster. So, ja, perfekt. Ich würde sagen, wir nehmen einfach erstmal die eine Seite, packen die andere zur Seite und dann öffnen wir einfach mal. Wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, ich nehme immer die linke Seite zuerst. Das wissen einige noch. Von meinen früheren Openings. Also ich habe früher ja öfters Openings gemacht. Und ja, jetzt halt so. So, da haben wir dann. Sehr gute Trollkarte übrigens. Und okay, wir fangen einfach gleich mal mit einer Ultra an. Nice. Ja, ist okay. Es ist nicht so, dass man hier jetzt sagt, die Ultra ist hier die beste Karte. Aber mit dieser Karte kann man durchaus leben. Das ist nice. Nächste Karte. Oh. Also ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, wie soll man solche Booster perfekt öffnen? Und hier fliegt eine Fliege rum, was ich sehr gut finde. Ja, hier. Princess drin. Finde ich sehr nice. Wäre cool, wenn wir davon die passenden ziehen. Finde ich von Artwork cool. Ich dachte erst so, boah, ey, der Dog, Debug, der wird voll brutal. Nee. Und das ist eine Common. Ist okay. Fände ich cooler, wenn das eine Ultra oder Secret Rare gewesen wäre. Eine Ultra wäre eigentlich ganz nice gewesen. Stattdessen hätte man die Dream Mirror Karten vielleicht mal einfach halt nicht als ja, Ultra machen können, sondern halt diese hier entsprechend. So, dann gucken wir hier weiter. Okay. Aber, Leute, Artwork technisch. Also, was soll ich dazu sagen? Das ist Ruffy. Das ist ganz klar Ruffy. Leute, es sieht geil aus. Es sieht geil aus und ist auf jeden Fall angelehnt dann. Ja, ich will jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall, wer One Piece kennt, definitiv kann mir keiner erzählen, dass das keine Anspielung ist. Definitiv. Finde ich auf jeden Fall deswegen eigentlich schon eine coole Karte hier drin. Also als solches einfach von Artwork her. Nicht, dass ich den Archetype als solches relativ gut finde, aber kann man auf jeden Fall machen. So, dann haben wir hier, die nächste, erste Secret Rare und ja, ist okay. Also kann man, diese Fliege, kann man sich einfach nicht beschweren. Ja, mega, mega nice. Geil, tipptopp. Bester Support auf jeden Fall fürs Thema. Die Karte ist sogar ganz schlecht. Ja, die erste Secret. Und ich versuche jetzt einfach mal, mal gucken. Also früher habe ich immer so eine Challenge gemacht beim Öffnen, ob man die perfekt öffnen kann. Und ja, dann habe ich immer so ganz vorsichtig versucht aufzumachen. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, so. Und hab dann immer, wartet. So, so. Achtung, ich hab's gleich sogar. Oh, perfekt geöffnet. Und jetzt nimmt man die nämlich so raus. Einfach so. Oh nein. Ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wer es von euch früher auch gemacht hat. Oder manche heute sogar noch macht. Und zwar einfach so. Ich krieg's einfach nicht raus. Das ist ja das Besondere daran. Es ist halt eben nicht so einfach. Ja, aber so, so schwer habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Also wenn wir jetzt die Karten schwieriger geworden. Oh, komm jetzt raus. Ich habe es, glaube ich, noch nicht weit genug geöffnet. Das ist das Problem. Aber wenn wir das hier eigentlich geschafft haben, dann kriegen wir die Karten auch raus. Und ja, komm, wir haben es doch jetzt. Warum? Machen wir hier. Ah, die haben sich verfangen. Nein, verfangen. Jetzt mache ich das Booster doch hier ein bisschen. So. Es klappt einfach nicht, ne? So, jetzt. Boah, ey, die in der Hülle, das hatte ich auch noch nie. In der Höhle haben sich die Karten verfangen. So, und das Besondere jetzt dran ist, guck mal, ihr habt einfach ein, ja, quasi niegelneues Booster. Finde ich cool. Ich habe früher mal eins von behalten aus jedem Hauptset. Mega nice. Kann man auf jeden Fall machen. Aber hier drin jetzt wahrscheinlich, nee, ist nichts drin. Ich weiß gar nicht, die neue Seltenheitsstufe. Ich weiß gar nicht, an welcher Position die Karte ist. Ups, ich verschiebe mir alles. An welcher Position die Karte ist. Und ich weiß auch nicht, ob sie dann was ersetzt. Das, also ich habe ja noch nie eine gezogen. Das kann auf jeden Fall eine der neuen Seltenheitsstufen sein, das weiß ich.
So viel weiß ich. Ich weiß gar nicht alle Motive, glaube ich. Was ist das denn hier? Ganz kaputt gemacht. Und so, machen wir ja weg. Machen wir weg. So. Ist das der mit dem unglaublich unnötigen Kartentext? Nee, das ist die nicht. Das ist die, die alles zurückmischt. Aber es gibt so eine mit den übelst unnötigsten Kartentexten. Und ja, die ist ja auch drin. Ich glaube, mit einer der kompliziertesten Karttexte überhaupt. Und ohne Ultraware. Ja, wie ich sagte, da hätte man doch lieber FA-Link oder so als solches hier halt dementsprechend machen können. Ja, zweite Ultraware. Wir sind auch schon bald bei der Hälfte. Von daher klassische Verteilung bisher. Nichts Besonderes, also jetzt von der Verteilung her. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir, Artwork-technisch ganz nice, hoffe ich auf jeden Fall, dass wir noch die neue Seltenheitsstufe ziehen. Das wäre so nice, ich freue mich so drauf. Allgemein macht das Feeling ein bisschen besser. Ich könnte jetzt halt jederzeit einfach eine, jederzeit eine neue Seltenheitsstufe ziehen. Wäre einfach mega nice, wäre einfach mega nice. Und da gucken wir einfach mal. So. Ah, was? Was? Die zweite Secret Rare? Was ist das denn? Lol, Leute. Alter, das ist voll gut. Das ist voll gut, die zieht man gar nicht so gut. So oft meine ich. Ja, nice. Zweite Secret Rare auf der gleichen Seite. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Seahorse ist eine Ultra Rare. Wenn wir die auch noch ziehen, wäre halt ultra krass. Dann hätten wir halt das Full Package quasi. Und ja. Ja, nehmen wir mal schon noch hier noch von der anderen Seite. Also wir haben die Hälfte jetzt schon durch. Und so. Dann nehmen wir halt gleich den ganzen Stapel hier, weil, ja, weiß halt nicht, warum man nicht den ganzen Stapel nehmen sollte. Ja, machen einfach mal weiter auf und hoffen dann auf noch eine gute Ultra-Ware, denn, ja, die, oh, Spoiler? Spoiler, wenn das jetzt so ein Spoiler wäre, es ist einfach die neue Ultraware und ja, sorry, ich habe nicht, ich habe zu hoch gehalten. Wir haben die neue Ultraware, also eine Ultraware noch. Ja, okay, kann man halt machen. Weiß ich halt nicht. Hä? What the fuck? Hä, lol? Hä? Als ob! Hier ist einfach ein Dark Neo Storm Booster drin. Ja, easy. Hä? Warte, sind das 24? Warte, wir. Doch, das sind trotzdem. Das sind trotzdem 24, ne? Ja, warte, wir haben geöffnet. Wir haben schon 13. Ja, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 24. Sind 24? Hä? 1? Lol. Hä, was ist das denn? Okay, kein Problem. Öffnen wir gleich. Es wäre halt mega nice. Wäre halt mega nice. Wenn da noch was Cooles drin wäre. Sup. Aber. Hä? Okay, machen wir. Welcome to Dark Neostorm Opening. Ich habe keine Ahnung, was ist das irgendwie hier als solches soll. Okay, alles klar. Ist halt Dark Neostorm. LOL! Wir haben einfach Gnomen gezogen! Drei Secret Rares! LOL! Ja, okay, Crap halt, ist okay. Wir haben einfach. LOL. Drei Secret. Was? Alter, was für ein geiler Herstellungsfehler. Hä, lol, hier ist einfach ein Dark Neo. Plus! Hä, wie geil ist das denn? Ich meine, einfach so. Hä, ja, Jackpot würde ich behaupten, ne? Jetzt noch die neue Seltenheitsstufe. Und es wäre halt übelst. Übelst krass geil. Also ohne Witz. Wir stellen mal hier eben neu scharf. Weil irgendwie haben wir die ganze Zeit. Ah, wir haben übrigens jetzt hier den neuen Dings. Wir haben jetzt den neuen, den, wo ich meinte mit dem Kartentext, dass er so ein bisschen komisch ist. Das ist er. Er hat halt übelst komischen Kartentext und sieht irgendwie immer aus wie eine Ultra-Ware, finde ich. Ja, okay. Alter, hä, lol, weißt du, wir haben einfach drei Secret Rares. Hä, das ist, glaube ich, das beste Opening, was ich je hatte, so als solches. So, okay, kann man machen. Kann man mal machen. Alter, als ob, ey, jetzt ohne Witz einfach. Hä? Was? LOL! Seht ihr das? LOL! Die Karte ist einfach. RIP. Schade. Naja, ist auch nicht so schlimm. Und, Nix gezogen. Es soll man da. Alter, geh auf! Es soll man da auch machen, ne? Kann man nichts machen. So.
Jetzt Booster. Also, wie gesagt, die neue Seltenheitsstufe, es wäre halt schon ultra gen. LOL! Wir haben. Ja! Leute, Leute, das muss die neue Seltenheitsstufe sein. Alter Schwede. Ich hab das noch nie. Ja, ist egal. Hä, ich hab das noch nie gesehen. Noch nie in echt gesehen. Hä, lol. Leute, schau euch an, wie es glitzert. Es ist so geil. Lol. Erinnert ein bisschen an Ghost Rare. Finde ich zumindest. Aber mega nice. Diese neue Seltenheitsstufe. Ja. Bestes Opening? What the fuck? Wir ziehen. Geil. Warte. Sofort. Warte. Neue Seltenheitsstufe. Alter, wie geil. Guck mal, kann ich sie euch auch zeigen? Wie geil ist das denn? Gleich hier. Gleich in Schutzhülle packen. Muss halt einfach sein. Jo, wie geil. So. Woo! Easy. Nehmen wir mit. Okay, besser kann es einfach nicht werden, glaube ich. Haben wir. Ist es noch eine Ultra drin? Es ist noch eine Ultra Weird! Oder warte, weil wir die haben? Ja, ich meine. What the fuck? Okay. Ultra Weird. Haben wir? Hä? Ich glaube, es ist das beste Pack, was ich je hatte. Ich glaube jetzt ohne Witz, ey. Es geht halt einfach. Es ist einfach halt das Beste auf jeden Fall. Lol. Für nix. Ich glaube, das war's auch. Wir haben noch zwei Booster. What the fuck? Das ist das crazyste Opening, was ich je hatte. Hätte auch so sein können. Hätte ich nichts gegen gehabt, aber muss ja nicht. So, letztes Pack, Leute. Mal gucken, was da so drin ist. Wir haben hier. Okay, Leute. Letztes Pack. Also, es ist eigentlich egal, was wir ziehen. Wir haben einfach alles gezogen. Ja, perfekt. Woo! Okay, easy, Leute. So. Ja, dann kommen wir auch direkt zum Recap, würde ich behaupten. Ja, Leute, was soll ich sagen? Warte, wo ist es? Da. What the fuck? Wir haben einfach. Ja, warte, kann man das sehen? Ja, kann man. Wir haben einfach ein Dark Neostorm Booster drin, ziehen einfach Gnom-Material raus, was einfach abnormal ist. Wir haben Ruffy gezogen. Ich meine, ja, Ruffy ist halt auch mega nice, ne? Kann man einfach nichts gegen sagen. Ruffy ist auf jeden Fall geil. Ich stelle es nochmal ein bisschen scharf hier. So, wir haben die zwei gezogen, leider nicht Seehorst, ein bisschen natürlich ärgerlich. Die Ultras, ja, die Ultras. Aber wir haben die neue Seltenheitsstufe gezogen. Ja, wie geil das aussieht. Das sieht so geil aus. Ja, Leute. Das war nach langer Zeit wieder ein Opening hier. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat als solches, dann lasst mal einen Kommentar da oder so. Denn wenn ihr es wirklich mögt, dann werde ich in Zukunft öfter wieder Openings bringen. Ja, ich habe halt noch verschiedene Packs oder auch neue Packs, also neue Displays, die ich öffnen kann. Wie gesagt, wenn ihr Openings wirklich wollt und euch es gefällt, wie gesagt, dann, nee, am besten mache ich einfach eine Abstimmung. Stimmt da oben einfach bei der E-Mail ab. Wollt ihr in Zukunft noch weitere Openings haben? Ja oder nein? Wie gesagt, das war mega Opening. Ich ich bin immer noch geflasht, ey. Wie gesagt, mega nice. Ja, so. Und das war's dann jetzt von mir, von ein Opening nach langer Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ciao.